Was genau macht dieses Bild so besonders? Vor 200 Jahren hat Caspar David Friedrich der Wanderer über dem Nebelmeer gemalt. Und so wie der steht, sieht er eigentlich ein bisschen aus wie Captain Morgan von hinten. Das Bild ist typisch für die Kunstrichtung Romantik. Wenn man das hört, denkt man ja zuerst an sowas. Sieht super gemütlich aus. Aber die Kunst der Romantik sieht oft eher düster aus. Man wollte durch stimmungsvolle Landschaften Gefühle ausdrücken. Guck mal hier, ein Baum. Es ging um Sehnsucht, um überwältigende Natur und auch um das Unheimliche. Romantik ist einfach viel Pathos, große Gefühle, also im Prinzip Braveheart als Kunstrichtung. Ich mal mit meinen Tränen. Der Wanderer wird hier auch krass inszeniert. Er steht auf dem Felsen wie auf einem Sockel. Die Landschaft läuft rechts und links auf ihn zu. Nie vorher wurde eine Rückenfigur so prominent inszeniert. Schöner Rücken kann auch entzücken. Bei so einer mächtigen Inszenierung sieht sogar meine 2-Stunden-Wanderung cool aus.